The garbage man! Oh, the garbage man! Hier wird der Müll weggebracht zur Entsorgungsstelle. Das ist die gleiche, die wir auch haben. Die Müllpresse gibt's auch für einen Bruder. Die Müllmänner sind aber ungeschickt, fahren knapp über die Wiese. Natürlich ist es wichtig, dass auch der Müll entsorgt wird. Und dazu haben wir eine super Müllabfuhr-Staffel. Wir bestehen aus dem dicken Scania-Müllabfuhr und der MAN. Jetzt zeige ich euch zuerst mal die Funktion vom Scania. Wow. Zuerst können wir halt nur hinten drin alles zeigen, weil da sind die meisten Funktionen drin. Gucken Sie mal innen rein. Die Müllpresse. Das ist die Müllpresse, wo alles nach vorne rausgeschoben wird. Jetzt wieder nach vorne. Das habt ihr also gesehen. Jetzt wieder ganz nach hinten machen. Und jetzt schließen wir sie mal wieder. Und jetzt zeige ich euch noch den anderen Teil. Hier wird alles geholt. Wenn man hier das alles hat, dann kommt es so hinten reingeschüttet. Aber dafür brauchen wir einen Container. Oder wir machen es anders. Ich erinnere mich auch noch, dass man hier irgendwie zwei Mülltonnen drin machen kann. So nehmen Sie die dann auf. Ihr seht, da ist ein kleiner Ritz. Da stecken wir die jetzt mal rein. Und heben sie nach oben. Also, das war die Müllfunktion, wie der Müll da reinkommt. Dann wird er zur Presse transportiert. Jetzt zeigen wir euch noch den MAN. Der ist natürlich ein bisschen anders gemacht. Viel kleiner. War auch sehr kräftig. Der MAN hat so eine Schnecke. Ich zeige euch nur mal, wie die Schnecke nach vorne transportiert. Jetzt. Jetzt ist es wieder ganz genau so. Jetzt rasten wir wieder alles da unten ein. Und jetzt erstmal. Und jetzt zeige ich euch die Schnecke. Die ist auch ganz cool, da. Und aber auch mal sehen, wie diese Schnecke funktioniert. The garbage man! Oh, the garbage man can! The garbage man can, and he does it with a smile, and never judges you.